Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der nordfriesischen Marsch mit dem Kellerkind. Ja, ich bin gerade die Fahrzeuge wieder im Gang. So, ich habe gesehen, der Eintrecker ist schon am Wald 1 angekommen. Hatte auch einen kleinen Unfall an unserer speziellen Kreuzung. Und ja, wir können quasi anfangen, auch schon Ballen abzufahren. Die Mähmaschine ist dabei, die vorletzte Runde zu fahren. Also das läuft soweit. So, kriegen wir hier ein bisschen was rein bestimmt, ne? Na, kriegen wir gar nichts. Ach, haben wir schon. Wir haben nur noch 4.300 Liter drin. Ja, die werden wir aber noch hier verkaufen. So, ist der leer. Der kann dann wieder Richtung Kuhstall. Da müssen wir mal schauen, oder? Was haben wir denn noch drin an Milch? Ah, nicht mehr viel. Ich glaube, den werde ich jetzt zurückschicken zum Sägewerk 2 und dann kann der sich mal den Gülle-Anhänger schnappen. Und dann werden wir ein bisschen Gülle hin und her fahren. Weil das sah auch ziemlich voll aus, ne? Ja, 400.000 Liter haben wir drin. Da können wir auch 2-3 Touren fahren. Klärwerk, Düngerproduktion. Du warst bestimmt auf dem Weg zum Komposter. Ach, dann bin ich schon wieder viel zu weit. Komm, ja, seid doch. Ne, du lädst ja auch selber auf. So, und dich muss ich noch starten. Abmarsch. Du hast ja noch ein bisschen. Somit habe ich einmal rum. So, ich werde aber den schon mal etwas an der Seite fahren. Ne? Ach komm, setzen wir den hier so vorne vor. Wenn wir gleich Gülle abholen, steht er ja im Weg. So, und hier sind wir bei den Meer. Letzte Runde, dann ist der auch schon fertig. Hier wollten wir noch mal schauen, wie der Preis ist von den Hackschnitzeln. Wir hatten ja einen erhöhten Preis. Wo warst du schon wieder? Meine ich doch, wir waren ein bisschen weiter hinten. Pommes, Chips, da. 2,30 haben wir noch. Da können wir ja noch ein bisschen, noch mal eine Ladung auf jeden Fall verkaufen. Pellets, da waren sie. Ja.
vor. So, zack. Einer fehlt noch hinten. Zack. Nochmal das gleiche. 10 Stück. Okay. Sind die Hintern jetzt alle weg? Ja. Wenn ich jetzt sage BGA Ost, da war sie doch. Komm, dann lädt er mir die letzten auch noch auf und fährt dann los. Aber nicht so schnell, mein Freund. 30 km reicht. So soll's ankommen. So, den Trecker meinte ich. Den habe ich ja nach Wald 1 geschickt, wo wir ja auch mal angepflanzt haben, die ganzen Bäume hier. Mal schauen, wo wir am besten anfangen. Wir könnten die ja auch da hinschicken. Die LKWs, dann würde es ja Sinn machen, wenn wir die auch da abladen. Zwar ein kleiner Weg. Ja, ist ein bisschen auch liegen geblieben, sag ich mal links. Ballenpresse nimmt nicht alles auf. Aber ist okay, würde ich sagen. Nehmen wir zwei. So, wenn wir hier jetzt drehen. Die nächste Reihe runterfahren. Müsste es ja passt hinhauen. Bringen wir noch ein, zwei Ballen mehr drauf. Gut, dann fahre ich mal durch. Nimm mir die ersten nochmal weg. Wart mal eben, dass er vorbei ist. Gras vorher platt fahren. Wenn die LKWs soweit sind, werden wir die hier vorne zu diesem Punkt fahren lassen. Und dann können wir die gleich beladen. Die Seite. Zur nächsten Tour. Fehlermeldung haben wir, meine ich, nicht. Können gleich bei der nächsten Tour mal schauen. Da kommt, ist einer fertig, aber damit haben wir ja gerechnet. Die Ballenpresse muss ja noch ein bisschen.
die nächste Reihe auch wieder weg und die andere folgt zugleich. Gut. Er macht ja jetzt noch dreimal das Vorgewende. Müssen wir gucken, wie das passt. Ja, hier passt es haargenau. Gab aber nur einmal das Problem, dass ein Ball im Weg lag. Sonst war eigentlich alles okay. Wobei hier noch ein viertes Vorgewende hätte machen können. Aber ich bin schon zu weit. Hier vorne ist die Einfahrt. Und dann können wir ja schon mal schauen, was machen die LKWs. Der eine verkauft Pellets. Du bist am Pressen. Ja, noch dreimal. Und dann bist du auch im Vorgewende. Du kannst, glaube ich, hier wieder mal den Container wechseln. Du kannst dann nämlich schon Ballen abholen. Ups, was war das? Habe ich Känguru-Sprit getankt? Dass du so am Springen warst. Zum Wald. Hier müsste er sich eigentlich fangen, ungefähr. Eigentlich nicht. So. Alles okay. Ist auch wieder leer. Schön, dann kann hier weiter produziert werden. Ups, die kleine Mauer, Vorsicht. Ja, weg, da ist er doch. Ach, der steht jetzt hier im Weg, weil er hier rüber zum Sägewerk. Ja gut, das kann immer wieder passieren. Pellets wissen wir, Heizkraftwerk. Kompost. Wo ist jetzt der Kompost am 60, 61, weiter Depot. Ja. So, und dann müsstest du eigentlich auch wieder losfahren.
zum Sägewerk 2 den Sattelzug ab- und ankoppeln. Ach, hier lässt er auch schon wieder einen Streifen stehen. Sieht man den auf der Karte? Nein, da wollte ich nicht hin. Einmal auf Flügen gehen. Wir sind hier unten. Nö, sieht man nicht. Ich habe aber auch keinen Versatz da drin, ne? So wie mir das Programm es ausgeworfen hat. So, du bist fertig. Oh, hier können wir heute noch was verkaufen. Oh ja, schmeiß ruhig alles rein. Wir können eigentlich nochmal auch die anderen 20 holen. Dafür haben wir sie ja eingelagert. Wenn mal eine erhöhte Nachfrage kommt, dass wir die dann veräußern werden. Ups. Da sind wir doch. Hof, Hof, Hof. Hier ist der erste unterwegs. Zwei Ladungen haben wir schon stehen. Super. Also die Presse ist noch nicht am Vorgewinde. Nehmen wir hier, fangen wir hier an. Zack. Richtig viel Gras für die Viecher. Wir könnten aber den auch mal zur Futterfabrik schicken, weil wir haben ja gesehen, die Schafe haben sehr wenig Gras. Und wir haben ja zwei Ladungen für die LKWs da schon stehen. Dann werde ich den jetzt gleich, wenn der voll ist, auf die Straße setzen und zur Futterfabrik fahren. Hier komme ich noch niemals mit. Aber bleibt ein Ballen liegen. Jo, einen Ballen bleibt liegen. Dann werde ich den hier Richtung Futterfabrik schicken. Habe ich schon wieder zu. War ich schon wieder zu schnell? Paletten, Bäckerei. Futterfabrik, ja, war doch einer der ersten Punkte. So, dann kann der weiter. Ach ja, jetzt ist er gerade beim ersten Vorgewende. Aber der dürfte auch nächste Folge fertig werden. Und hier haben wir den ersten schon da. Müssen wir schauen, was hat er denn
Was will der denn laden? Bretter, Paletten war verkehrt. Wir müssen Quaderballen nehmen. Wo sind die zwei Ballen? Schweben die in der Luft? Jupp. Und dann können wir sagen hier, wir wollen jetzt zum Kuhstall haben, weil der Kuhstall können wir auch noch ein bisschen einlagern. Da, ja gut, der LKW steht ja auch schon nicht da, also könnte er ja zu dem Platz hin. Aber wir werden jetzt eben mal den Baumstamm hier an der Seite legen. Zack. Dass er uns keine Schwierigkeiten macht. Ja. Alles unverändert. Dich können wir eigentlich entlassen, löschen. Du könntest ja zum Händler zurück. Ich hoffe, du kriegst das hin. Bei den Traktoren habe ich überhaupt keine Angst, aber bei solchen Selbstfahrern. Der ist aber ganz schön schnell. Bei der Traktor steht auch. Nee, da ist der LKW, genau. Dann muss ich den mal ein bisschen runterregeln. Das ist ja der LKW. Konvoi Richtung Hof. Habt ihr gesehen? Das war ein Unfall. Der Jeep oder Geländewagen hat zu sehr ausgeholt. Jetzt müssen wir hier mal aushelfen. Kommt der andere denn da durch? Schon weg. Ah, da fährt er. Sich dann aufgelöst. Ja. Hier können wir ja sagen, die ersten 10 Bahnen schon mal raus. Okay, zack. Ah, litt er schon auf, wenn er auf seinem Platz fährt. So, können wir dann nochmal machen. Aber diesmal ein bisschen weiter hinten. Dass er auch alles mitbekommt. Die letzten 10 Paletten und dann sind wir hier leer. Und sagen dann hier BGA Ost. Da war sie. Und Abmarsch. Und lädt gleichzeitig die restlichen Paletten auf. Wunderbar. Ich hoffe, das kriegen wir gut hin.
sind ja neuerdings auch Schilder dran, oder ich weiß gar nicht, mit der letzten Version sind ja auch noch Schilder rangekommen. Bisschen weniger wegnehmen. Ist jetzt hinten, sieht man nicht. Ja. So, liebe Leute, das war's von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet morgen auch wieder ein, hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, dem Kellerkind. Ciao, ciao.